Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Trotz Fußball, trotz dieser traurigen Woche. Ja, aber es waren 14 geile Tage, ja? So gefühlt 40 Millionen Asylexperten wurden zu 40 Millionen Bundestrainern. Wann hast du das schon mal? Bei uns zu Hause, wir haben dann halt die Fanartikel ein bisschen beschnippelt, 90 Grad gedreht. Sind jetzt wie Belgien? Sind eh die gleichen Farben, ja? Und unser Familientoto, das führen wir auch weiter. Meine Tante liegt vorn. Das ist die Frau, die uns gefragt hat, sagt mal, dieser Andi Latte, spielt der in jeder Mannschaft mit? Ja, danke. Der dauert manchmal ein bisschen, aber der Abend ist ja... Ich arbeite in der IT und unsere Firma, die macht das, was zurzeit alle so ein bisschen machen, so ein auf künstliche Intelligenz. Sie hatten es ja mal eine Weile mit natürlicher Intelligenz versuchen sollen, aber das haben sie scheinbar aufgegeben. Und es stimmt ja auch, es wird seit Jahrzehnten nach intelligentem Leben gesucht. Und es ist sicher kein Zufall, dass alle Teleskope dafür, wohin gerichtet sind, von der Erde weg. Und insofern finde ich den Ansatz, künstliche Intelligenz entwickeln, ganz sinnvoll. Jedenfalls, solange es noch Leute gibt, die Waschmitteltabs lutschen und sich dabei filmen und das dann auf Instagram hochladen. Es gibt ja inzwischen sogar einen Intelligenzpreis. Ja, der wird an Leute verliehen, für die besonders einfallsreichste Art, sich selber zu Tode zu bringen. Also der wird posthum verliehen, aus Dankbarkeit, weil sie dadurch wenigstens verzichtet haben, ihre offensichtlich nicht vorhandene Intelligenz an folgende Generationen weiterzugeben. So zum Beispiel wie die beiden Jungs, die im Wald eine Handgranate gefunden haben. Und bevor sie den Munitionsbergungsdienst gerufen haben, wollten sie noch ein paar Selfies schießen. Unbekannt, wo sie drauf gedruckt haben. Die Speicherkarte vom Smartphone war gut erhalten, also es gab wenigstens ein paar schöne Fotos für den Nachruf. Ja, ihr braucht gar nicht zu grinsen, ja. Geht mal raus, ja. Sogar da hängen jetzt schon Schilder, ja. Im Falle eines Brandes, bitte verlassen Sie das Gebäude, bevor Sie es posten. Jetzt muss ich mal kurz auf meinen Text gucken, weil jetzt bin ich hier kurz durcheinander geraten. Genau, denn es gibt mittlerweile auch ein Ministerium für künstliche Intelligenz. Das ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Okay, falls die mal fündig werden, können sie gleich was an die Nachbarn abgeben. Also ich meine jetzt nicht Saudi-Arabien, obwohl das das Land mit der höchsten Unfalldichte ist. Und die lassen jetzt auch noch Frauen ans Steuer, sondern nach Katar. Die werden in 4 Jahren die Fußball-WM ausrichten und haben jetzt schon verkündet, es wird ein striktes Alkoholverbot in den Stadien durchgesetzt. Könnt ihr euch das vorstellen? Fangesänge bei Pfefferminztee? Na gut, also die haben aber wenigstens ein Ministerium für künstliche Intelligenz. Wir in Deutschland, wir haben ein Heimatministerium, bayerisch geführt, von unserem Ex-Ministerpräsidenten. Und offen gesagt, der und unser aktueller, das sind eigentlich lebende Argumente dafür, dass man tatsächlich ein bisschen künstliche Intelligenz hinzugeben sollte. Ja? Alleine dieser Genialstreich mit dem Kruzifixerlass, ja? Jetzt werden wahrscheinlich überall in Bayern die Mathematikleistungen der Schüler exponentiell ansteigen, weil sie jetzt überall einen Kerl sehen, der auf ein Pluszeichen genagelt ist. Und der einzige Punkt, wo die Religion vielleicht mal was genützt hätte, hätte man damals Jesus mit einem Glasfaserkabel erwürgt. Wir hätten jetzt in Bayern fleckendächend schnelles WLAN. Der hat sich in den letzten Jahren ja ohnehin sehr stark verändert. Heimat, zu Hause ist ja heutzutage dort,
wo sich dein WLAN automatisch verbindet. Da hat sich wirklich viel, viel getan. Ja, früher, du bist irgendwo hingekommen zu Besuch, da haben sie die Hausschuhe hingestellt. Jetzt drücken sie dir auf der Schwelle gleich das Passwort in die Hand. Ja. Früher hast du den Blagen Hausarrest gegeben. Jetzt musst du mal das WLAN abschalten, damit du ihn überhaupt mal rausjagen kannst. Ja. Ja, genau. Gute Idee. Und früher hieß es, wer hat im Haus die Hosen an? Ja, heute bist du King of the Hill, wenn du den Router verwaltest. Du willst mal deine Lieben sprechen? Kurz mal abschalten. Schon sind sie alle bei dir und fragen, was los ist. Sogar die, von denen du gar nicht mehr wusstest, dass die überhaupt noch hier wohnen. In USA. Angenommen, in USA führt zurzeit ein Ehepaar einen Prozess gegen seinen 35-jährigen Sohn, weil der zu Hause nicht ausziehen will. Ja, typischer Fall von selbstgeschaffenem Problem. Bald haben sie sich das Admin-Passwort abluchsen lassen, ja? Am 18. Geburtstag Zugang sperren, aus die Maus. Als meine noch klein waren, ich habe denen immer mal erzählt, erst Zimmer aufräumen, sonst kommt das WLAN-Signal nicht mehr durch. Zu Hause mal so sitzt und mal so abscannt, was sich in eurer Umgebung so tut, dann könnt ihr sehr gut unterscheiden, was für Typen da die WLANs in der Nachbarschaft sind. Ja? Da gibt es die ordentlichen Familien. Ja? Also sowas wie Familie Schulze, dritter Stock. Dann gibt es die Nerds. Fritzbox sitzt nach 75. Ja. Und dann gibt es die Kreativen, so wie mein Nachbar. Das heißt Hans, Single, 35, 23 Zentimeter. Und ist offen. Das ist meins meistens auch, aber meins heißt GEZ-Messwerken 16. Und da lockt sich relativ selten jemand ein. Ansonsten heißt es ja, Liebe vergeht, WLAN bleibt. Mädels, falls ihr einen Verdacht habt, dass euer Kerl euch hintergeht, nehmt ihn mal unter den Arm und macht mal ganz unauffällig mit ihm einen Spaziergang zum Haus von der Schlampe. Und dann guckt mal, ob sich sein Handy dort automatisch einwählt. Dann ist er überführt. Und sagt ja nicht, das wäre Stalking. Wir werden heutzutage überall beobachtet. Ja, nicht nur über das Internet, Satelliten, Überwachungskameras und so weiter. Ich bin ja immer so froh, wenn ich mich im Hotel auschecke und die fragen mich, hatten Sie was aus der Minibar? Ich finde das so süß, das ist so oldschool, ja? Aber ansonsten, du kaufst irgendwas im Internet. Eine Lederjacke zum Beispiel, ja? Und wenn du dann keinen Adblocker hast, was passiert dann? Du wirst ein Jahr lang verfolgt von Lederjacken. Überall, ja? Nennt sich übrigens intelligente Werbung, ja? Du möchtest schreien. Ich hab schon! Das ist wie im richtigen Leben, ja? Du bist Single, suchst jemanden, den lernst du kennen. Nette Menschen, ja? Aber sind schwul, Zeugen Jehovas oder der EHL-Mann. Und kaum bist du in der Beziehung, ein netter Kerl nach dem anderen. Naja, ich habe neulich jedenfalls für mich und meinen Freund wieder mal im Internet Spielzeug eingekauft. Und am nächsten Tag stand zufällig mein Chef hinter mir, wie ich eine völlig unverfängliche Webseite öffne. Fragt mich bitte nicht, was da an Werbung zu sehen war. Ich gehe jetzt wieder zu Beate Use in den Laden und zahle bar. Schönen Abend.